SPD-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, der Schutz von Rechtsstaat und Demokratie, der ist uns Freien Demokraten wahrlich wichtig. Da brauchen wir keinen einäugigen Antrag der AfD dafür. Und gleichzeitig ist wichtig, der Rechtsstaat und die Demokratie, die werden von verschiedenen Seiten gefährdet. Von rechts und von links, auch von religiös motiviertem Extremismus. Und so einäugig der Antrag ist, so richtig und wichtig ist es, auch Linksextremismus in Deutschland zu bekämpfen. Es gibt ein Problem mit linker Gewalt, das ist nicht schön zu reden, und ein Problem mit extremistischen Strukturen und Organisationen. Da ist nichts aufgebauscht, wie manche meinen. Und der Rechtsstaat, der demokratische Rechtsstaat, darf auf keinem Auge blind sein. Auf dem Rechten nicht und auf dem Linken nicht. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass das wirklich selbstverständlich ist und dass auch auf der linken Seite dieses Hauses extremistische Entwicklungen in diesem Spektrum ebenso ernst genommen werden. Ich erinnere an die bürgerkriegsähnlichen Szenen in Hamburg. Und wer auf dem linken Auge blind ist, der kann dann auch weniger glaubwürdig, ganz berechtigt, vor rechtsextremer Gewalt und Extremismus warnen. Es gibt nämlich keine ethische Überlegenheit irgendeiner Variante des gewaltbereiten Extremismus, auf keiner Seite. Und wichtig ist deshalb übrigens auch, dass wir einerseits, und das geschieht ja auch hier im Deutschen Bundestag, im Innenausschuss, in Untersuchungsausschüssen, dass wir sensibel sind, auch für extremistische Entwicklungen oder Strukturen, aber auch die Mitarbeiter unserer Sicherheitsbehörden, unserer Polizei nicht unter einen Generalverdacht stellen, sondern gerade denen, die in schwierigen Konfliktsituationen zum Beispiel Versammlungsrecht durchsetzen und verteidigen, die für unseren Rechtsstaat ihre Knochen hinhalten, denen den Rücken stärken und sie politisch nicht alleine lassen mit unserem Verhalten, unseren Statements. Und die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu schützen, das bedeutet allerdings, das Gewaltmonopol des Staates nicht in Frage zu stellen, von keiner Seite, und übrigens auch immer öfter Redefreiheit durchzusetzen. Auch da, wo sich manche anmaßen, durch Lärm, durch Blockaden zu unterbinden, dass Veranstaltungen stattfinden, dass Meinungen, die legitim sind und im verfassungsrechtlichen Rahmen sind, aber nicht ihrer Meinung entsprechen, blockiert werden. Auch da sollten wir für Redefreiheit eintreten und öfter das Hausrecht ausüben. Und deshalb bleibt es dabei, zwei Grundsätze sind wichtig. Gegen andere Antidemokraten zu sein, macht einen selbst noch nicht zum Demokraten. Dazu gehört mehr. Und das Gewaltmonopol des Staates ist nicht in Frage zu stellen, ohne Wenn und Aber. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Teuteberg. Als nächster Redner hält das Wort der Kollegin